Herzlich willkommen zurück zu Celtic Myths und dem Vermächtnis der Kelten. Genau, und wir sind immer noch auf der Suche nach einem Behältnis, in dem wir diese komische Spriggan-Magie ja aufbewahren können, um damit den Stein an dem Hügel wegzukriegen, wo sich unser Bruder vielleicht dahinter verbirgt. So haben wir jetzt alles richtig zusammengefasst, ja, oder? Ja. Richtig. Bevor du aber weggehst, habe ich da gerade mal was im Blick gehabt. Und zwar auf diese, über die Magie, über den Tor. Ja. Da habe ich irgendwie so eine Flasche oder ein sowas. Schlüssel. Oh, okay. Das ist vielleicht für die Truhe. Ja, das kann sein. Dazu müssen wir es aber erstmal Aber weiter oben meinte ich jetzt, über den Torbogen, da genau da. Ne? Darf ich nicht? Da ist definitiv was, aber ich darf es nicht nehmen. Okay, was ist das für Kann ein Schlüssel? Ja möglich sein. Da steht einfach nur Schlüssel. Ha, das ist witzig. Können wir auf dem Dachboden irgendwas aufschließen? Da war doch ein Schlüsselloch. Das hat mich auch schon gewundert. Ich was? Hatte gedacht, da ist vielleicht nichts. Wo ist es denn jetzt? Hm. Ich dachte, das wäre hier rechts gewesen. Da war doch irgendwo ein Schlüsselloch. Irgendwo hatte ich ein Schlüsselloch gesehen, verdammt nochmal. Ja, lass mir den Gedächtnis, das ist manchmal. Ja, vielleicht war das auch im ersten Wimmel. Also im ersten Bild. Okay, wir haben einen Schlüssel. Ich darf nicht zurück, doch, ich darf zurück. Also wir haben einen Schlüssel. Was wir brauchen, ist ein Schlüsselloch. Oder darf ich sie jetzt einfach... Moment, da vielleicht... Damit kann man kein Moos entfernen. Ich muss also das Moos entfernen. Da hängt auf jeden Fall ein Vorhängeschloss dran. Nicht hier. Ja, ich muss das Moos entfernen und dann die Truhe heben. Puh. Ohne Moos nichts los. Eine Drahtbürste. Kann ich mit der Drahtbürste das Moos entfernen? Komischerweise habe ich die vorhin gesehen. Aber ich habe die vorhin auch gesehen, aber... Ah, okay. Es klemmt. Wahrscheinlich ist das Schloss zu verrostet. Ihr wollt mich doch verarschen. Jetzt müssen wir auch noch Öl finden. Ja. Moment, und das könnte jetzt diese Kanne sein, die wir da gesehen haben. Oder diese Flasche. Nein. Wäre mal ein Wunder gewesen. War da eine Ölflasche auf dem Dachboden? Ja, Flaschen waren ja auf jeden Fall, glaube ich, da. Ja, aber mit Öl kriegst du eigentlich keinen Rost weg. Ja gut, du kannst das ein bisschen schmieren, dass es dann besser aufgeht. Ist da irgendwo Öl? Ich habe immer gedacht, wir brauchen Geld zum Schmieren. Ja, auch. Das ist für mich nichts Offensichtliches. Kann ich so einen Besen mitnehmen? Nö. Fängt ja gut an. Ja, was mich da halt so irritiert, weil das bin ich halt nicht gewöhnt, ist... dass du hier eigentlich ein Bild hast, was eine Wimmelszene ist und dann später aber dann noch Sachen einsammeln kannst. Ich schaue nochmal zum Hügel. Da liegt überhaupt nichts. Können wir an das Rad nochmal dran? Nee. Meine Damen und Herren, das Rad. Ich glaube, hier war dieses Schlüsselloch. Aber wie gesagt, das Schlüsselloch hat sich ja erledigt. Wir wissen ja jetzt, dass der Schlüssel dafür ist. Hm. Wo
woanders darf ich nicht hin. Ich dachte jetzt gerade, da hätte sich was getan, aber auch nicht. Dann muss es ja fast auf dem Dachboden sein. Aber wo? Sagt der Flo. Ja, ich habe keine Ahnung. Frau Katze weiß das auch nicht. Das wäre jetzt lustig, wenn deine Katze uns jetzt da weiterhelfen würde. Ich versuche da jetzt einfach mal irgendwelche Sachen anzuklicken, von denen ich denke, sie könnten uns vielleicht helfen, aber... Da passiert überall nichts. Ich habe gerade schon gedacht, mit Wachs kann man ja auch schmieren, aber... Da gibt's gar nichts hier. Also, Dachboden ist nix. Ja, Behälter suchen. Die Flasche darf ich nicht nehmen. Doch gar nicht. Also ich sehe... Ah, Moment, da liegt doch ein Seil auf dem Dach. Vielleicht können wir damit die Truhe rausziehen. Das habe ich jetzt gerade erst gesehen. Also gesehen habe ich es vorhin schon, aber... Nee, darf ich nicht nehmen. Na, wir müssten auch dann mal da drin kommen. Ja, wahrscheinlich brauchen wir da eine Leiter oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, es ist ja ganz witzig, wenn man da so ein bisschen rumprobieren muss. Da liegt eine Flasche... Handschellen. Ah! Das ist eine Schmierkanne, okay. So. Das ist unser Behälter, okay. Ein Kristallkrug. Ich wette, ich kann in ihm die Spriggan-Magie aufbewahren. Ja, gut, wenn sie das sagt, dann wird es schon stimmen. Ist ja auch das Naheliegendste, dass du irgendwie mit dem Krug durch die Gegend läufst und irgendwelche Magie einsammelst, ne? Auf jeden Fall, ich mache das jeden Tag. Ist mein neues Hobby. So, dann müssten wir jetzt da eigentlich durchkommen. Es ist etwas erschienen, das sollte ich mir näher ansehen. Ja, dann machen wir das. Ich habe echt das Gefühl, das wetten wir mit Minispiel. Ja, wahrscheinlich. Das ist auch eins. Oh Gott. Ah, wir brauchen die Runen. Okay. Die haben wir ja schon gesehen. Auf Dachboden war, glaube ich, das N oder das komische S. Also wir brauchen das M, wir brauchen das N, wir brauchen das S und wir brauchen das X. Okay. Könnte auch ein Unendlichkeitszeichen sein, meine ich. Ja, nee, das ist ich, es ist eine Rune, eine ganz offizielle keltische Rune. Aber ich glaube, es ist sogar das X. Am Dachboden war auf jeden Fall welche. Ja, ich weiß nicht, ob die alle da waren, ich glaube schon. Schauen wir mal. Also, das ist S. Achso, wir müssen gleich alle Runen finden, okay. 15 Stück insgesamt. Ja. Jo. So. Wie viele fehlen noch? 3. 2. 1. Hinten am Spinnennetz vielleicht? Oben? Nee. Nee. Aber manchmal sind die ja so klein. Ja. Eine fehlt noch. Das kann jetzt nicht so schwer sein. Die letzte ist meistens das schwerste. Ja, sicher, sonst wäre es nicht die letzte.
näher am Monitor. Das nicht. Ich sitze mich gerade ein bisschen bequem. Man hatte noch nicht mal einen Hinweis, wie das ungefähr aussehen könnte. Naja gut, es ist halt, die waren jetzt alle hell markiert, also in weiß oder so. Und eine Rune besteht immer aus geraden Linien. Keine Kreise oder so. Da leuchtet auf jeden Fall was, vielleicht liegt es da drunter oder unter den Sack. Das kann natürlich sein, ja. Da ist nix. Da ist auch nix. Und da hatte ich schon reingeschaut. Da ist auch nix. Ach komm, schon eine noch. Die anderen gingen so schön einfach. Ich mache das immer von Rand zu Rand. Also ich gehe immer einen Strich nach oben, dann wieder runter. Ja. Nach oben. Ah, ich weiß, glaube ich, wo. Und zwar am Stuhllehne. An der Stuhllehne. Oh ja, tatsächlich. Deswegen gehen von links nach oben bis nach rechts nach unten. Und dann sieht man meistens. Okay. Ich hoffe, das ist nicht das, was ich jetzt gerade vermute. Ah, das wird wohl so ein Einsatzrätsel werden oder sowas. Also, wir müssen jetzt auf jeden Fall die Runen an diesem Stein einsetzen, denke ich mal. Wir haben jetzt eine Rune. Nee, da steht Runen, wenn man da draufklickt. Also. Ach. Ja, die Tür gibt mir einen Hinweis darauf, was ich tun muss. Ich sollte versuchen, die Runen in einer bestimmten Reihenfolge zu berühren. Welche Tür? Die Tür. In einer bestimmten Reihenfolge. Okay. Das war das. Das hat etwas bewirkt. Jetzt pass gut auf. Die Runen im Kreis werden nacheinander aufleuchten. Merke dir die Reihenfolge und drücke die entsprechenden Runen in der richtigen Abfolge. Oh Gott. Oh Gottes Willen. Moment. Moment. Ja, warum hat die jetzt hier nicht gewertet? Das war nicht verkehrt. Moment. Ach, okay, alles klar. So. Weiter so. So. Das Dach, das X, das umgedrehte C. Ja gut, das ist jetzt nicht so wirklich schwer. Es sind immer nur drei. Ja, das sollten wir jetzt einigermaßen noch hinkriegen. Es. Ah, okay. Voilà. Jawohl. Das war ein sehr, sehr anspruchsvolles Minigame. Ja, ich bin auch total fix und fertig. Das glaube ich. Ja, da konntest du jetzt nicht viel machen, weil es sind ja auch immer nur drei. Ist ja auch nicht schlimm.
zum Wald. Wald ist immer schön. Ja, der Vorwest. Mhm. Oh Gott, Enz. Ich bin über einen Hügel und in einen Wald gegangen, also gibt es das Feenvolk letztendlich doch. Es scheint, als wäre der Wald lebendig. Sehen diese Bäume mich an? Ja, ich glaube jetzt nicht, dass ich da einfach durchgehen kann, ne? Ich glaube aber auch nicht. Sprich mit Bäumen. Ja, mache ich immer. Sie werden mich nicht durchlassen. Vielleicht kann ich sie erschrecken. Ja, bestimmt. Vielleicht kann ich sie erschrecken. Ich kann auch nicht mehr zurück. Also ich muss hier jetzt irgendwas tun. Sehr gut kombiniert. Vielleicht kann ich sie erschrecken. Wie erschrickt man denn einen Baum? Mit Feuer. Netter Versuch, aber die Sonne scheint nicht stark genug, um damit ein Feuer zu entzünden. Hm. Ja. Kettensäge. Ich habe jetzt nicht so viel Auswahl im Inventar. Ich darf nicht zurück. Ich darf mich hier höchstens umgucken, aber... Moment. Nee. Was will denn das Spiel jetzt? Hm. Jetzt bin ich gerade ein bisschen ratlos. Weil, wie gesagt, ich darf auch nicht zurückgehen. Ja, da bin ich nicht der Einzige, der ratlos ist. Okay. Eine Fackel. Diese Fackel könnte nützlich sein, wenn ich sie doch nur irgendwie anzünden könnte. Vielleicht könnte ich das Harz der Bäume als Brennstoff verwenden. Ich muss Harz finden, okay. Das sind diese komischen braunen Tropfen. Mhm. Noch eins da. Okay. Jetzt brauche ich einen Funken, um die Fackel anzuzünden. Einen Funken. Moment. Ja, von Hoffnung. Kann ich damit vielleicht das machen? Nee, ne? Einen Funken, um die Fackel anzuzünden. Hm. Ich sehe gerade überhaupt nichts, was wie ein Funken aussieht. Hm. Ja, ich auch. Ah, Moment, ein Feuerstein. Ich habe den gar nicht gesehen, ich habe jetzt einfach blöd rumgeklickt. Wenn ich noch einen finde, kann ich einen Funken schlagen. Okay, dann suchen wir mal noch einen. Da, oder? Ja. Ja. Aha, das macht es automatisch. Dann sprechen wir nochmal mit den Bäumen. Das hat ihre Aufmerksamkeit erregt. Der Weg ist frei. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja. Oh Gott, ein Elf. Was für eine seltsame Kreatur. Da fällt mir übrigens ein, bevor wir mit Dragonette sprechen. Dragonette, ja. Ich kenne ein irisches, eine irische Ballade, die von so einem Märchen handelt. Tamlin heißt es. Hast du davon schon mal gehört? Nein, noch nicht. Tamlin ist ein junger Mann, der von der Elfenkönigin oder Feenkönigin entführt wird. Und Janet war seine Geliebte, die ihn dann befreit hat, irgendwie so. Gibt es ein sehr, sehr schönes Lied drüber. So, jetzt darfst du mal. Ich bin überlegen, welches ich mache. Oh, hallo, ich bin Dragonette. Ich lebe hier im Wald. Du scheinst ein Menschenmädchen zu sein. Was machst du hier? Ich suche meinen Bruder. Ich glaube, er wurde vom Feenvolk entführt und er könnte irgendwo in der Nähe sein. Hast du hier irgendwo einen Menschenjungen gesehen? Vielleicht habe ich das, aber eure menschlichen Probleme langweilen mich zutiefst. Ich habe mir einen Nagel abgebrochen und kann meinen
Manikürist nicht finden. Manikürset, ja. Ja, das Problem kenne ich. Sie braucht ihr Manikürset, weil sie ihren Nagel abgebrochen hat. Ja, das sind Sorgen. Ich glaube, das war auch eine weibliche Stimme. Ja. Ja, gut. Es gibt ja auch Frauen mit tiefen Stimmen. Ich helfe dir, deine Sachen zu finden und du beantwortest meine Frage. Abgemacht? Einverstanden. Ich habe einen Nagelfeile, Nagelpapier, Nagellack und das Etui verloren. Oh, und mein Löteisen ist auch weg. Ich hoffe wirklich, dass ich meine Sachen wiederbekomme. Ein Löteisen. Das habe ich mich jetzt auch gerade gestutzt. Sehr komisch, okay. Okay, jetzt kriegen wir das Ganze hier nur als Silhouette angezeigt. Dann schauen wir mal, das hier dürfte die Pfeile sein, ja. Das ist das Schmiedelpapier, glaube ich. Ja. So, jetzt wird's schwierig. Das könnte diese Etui sein, das in der Mitte. Das hier? Ja. Oder? Nein, ich meine das Bild in der Mitte. Ach so, das, ja. Das hier ist das Löteisen. Das andere wüsste ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ach so, ich kann auch in die Speisekammer gucken, okay. Ah ja. Das darf ich bewegen. Da ist vielleicht was drin in dir, weil du da eine Hand hattest. Ja, ich kann es hin und her schieben. Ach, da ist das Löteisen. So. Ja. Die erste, oberste Reihe links vielleicht. Das sind, glaube ich, nur Bücher, ne? Warte mal, ich darf das hier auch noch auf die Seite schieben. Ah, das ist... War doch nix. Ich glaube, da ist nichts mehr. Nee. Hier außen dran sehe ich auch nichts liegen. Ich schaue nochmal in den Wald. Wir sind eigentlich auch schon gleich wieder am Ende. Ich weiß. Da darf ich nicht rein. Irgendwo muss doch da noch was liegen. Ach komm schon, das schaffen wir jetzt noch. Zum Waldrand darf ich auch noch. Vielleicht liegt da noch was. Oh Gott. Halt, Mensch, du gehörst nicht in diese Welt und ich werde dich nicht durchlassen. Gehe dorthin zurück, wo du woher du gekommen bist, sonst rufe ich die CD-Wachen. Ja, ist ja gut. Hier ja schon. Ich will ja nur gucken, ob da was rumliegt. Ich bin schon weg. Ja, darf ich nicht. Ich muss zurück anscheinend. Ich darf da nichts auswählen. Ja. Egal, wo ich hinklicke, er lässt mich nicht weiter. Dann suchen wir da nicht. Ah! Okay. So, ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge Dragonette ihre Sachen zurückgeben, damit sie uns dann sagt, ob hier ein Menschenjunge vorbeigekommen ist. Das machen wir. Alles klar, bis dann. Tschüss. Jo, tschüss.